Hi, ich bin Ela von Lady Voldemort und ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Video. Heute geht es um den Skansenstich oder aber auch genannt Brodenstich M2 oder Finisher Stich 1 plus 3 M2. Warum der Stich so viele verschiedene Namen hat, erkläre ich euch gleich. Es ist nicht viel bekannt über die Hintergründe des Skansenstiches oder über die Herkunft und es wurde bei Instagram sehr viel über den Stich gesprochen, als im Skansenmuseum in Stockholm in Schweden ein Video gezeigt wurde, in dem das Nadelbinden erklärt wurde. Die Dame, die hier das Nadelbinden zeigte, verwendete eben diesen Stich, nannte aber keinen Namen. Das war wohl der Stich, den sie kannte und auch immer verwendet hat. Und daraufhin gab es dann bei bekannten Nadelbinderinnen anfragen, ob diese denn diesen Stich kennen würden und der Stich wurde dann als Skansenstich betitelt. Es gab dann einige Versuche, diesen Stich zu arbeiten und er hat sich jetzt so als Skansenstich auch ein bisschen festgesetzt. Deshalb hat er eben einmal diesen Namen, eben Skansenstich. Dann gibt es aber noch zwei weitere Namen, die ich ja genannt habe, und zwar einmal den Brodenstich M2 oder den finnischen Stich 1 plus 3 plus M2. Das ist eben dabei der Verbindungsstich. Und der Brodenstich, den habt ihr ja schon hier auf dem Kanal kennengelernt, der wurde ja von Märtha Broden gezeigt, aber im Grunde ist es auch einer der finnischen Stiche. Ja, der finnische Stich 2 plus 2, den ihr auch schon kennengelernt habt, ist nur einer sehr großen Gruppe. Und der Brodenstich gehört eben auch dazu und somit auch der Skansenstich, welcher auf dem Brodenstich aufbaut. Er unterscheidet sich zu dem bereits gelernten Stich nur durch den Verbindungsstich M2. Diese Mütze hier ist bisher das Einzige, was ich im Skansenstich gearbeitet habe. Leider passt sie mir selbst nicht, da ich hier den Umfang dann doch letztendlich etwas zu klein gewählt habe. Der Stich zieht sich sehr stark zusammen und ihr seht, er ist wirklich nachher sehr dick und es ist ein sehr festes Stück. Ja, Stoff sozusagen. Sehr angenehm dennoch, obwohl es so fest und dick ist. Ist jetzt auch nicht steif, sondern wirklich sehr angenehm. Nur mir leider letztendlich etwas zu klein. Genau. Der Stich ist aufgrund seiner Stabilität und Dicke sehr gut geeignet für Fäustlinge und eben Mützen. Selbstverständlich auch für Socken im Reenactment-Bereich, wenn wir da jetzt einmal bleiben. Bei Socken müsste man dann aber schauen, dass man vielleicht ein dünneres Garn verwendet oder die Socken dann nur als Hausschuhe nutzt oder eben in sehr weiten Schuhen. Natürlich, auch wie bei allen anderen Stichen, kann man den Skansenstich sicherlich auch für moderne Accessoires oder Kleidungsstücke verwenden. Er ist nur etwas garn- und zeitaufwendiger als andere Stiche. Da muss man dann genau schauen, wie viel Material man benötigt, um sich nicht zu verkalkulieren. Kommen wir nun zur Technik des Stiches. Wie ja schon erwähnt, baut er auf dem Brodenstich auf, oder eben Finisher Stich 1 plus 3, und wir benötigen in der Daumenfangmethode eine Daumenschlinge und drei hintere Schlingen. Wir fangen also wieder an mit dem lockeren offenen Knoten. Das kurze Ende in die Hand und die Knotenstelle zwischen Daumen und Zeigefinger. Und da wir insgesamt vier Schlingen benötigen, gehen wir noch dreimal mit dem Arbeitsfaden um unseren Daumen herum. Immer vom Daumen hinweg werden die weiteren Schlingen gearbeitet und drei rutschen dann vom Daumen
sodass wir das Anfangsbild von einer Daumenschlinge und 1, 2, 3 hinteren Schlingen erreicht haben. Soweit der Start. Und dann geht es auch los von der Technik her, wie beim Brodenstich und wie im Grunde bei so ziemlich allen Stichen der finnischen Gruppe. Wir stechen von vorne in die hinteren Schlingen ein, verdrehen die Nadel wieder nach vorne und gehen dann mit der Nadel unter Daumenschlinge und Arbeitsfaden entlang. Das kommt euch sicherlich bekannt vor. Dann gehen wir wieder durch die drei hinteren Schlingen. Am Anfang müsst ihr da ein bisschen schauen, wo die sich hinsortiert haben. Upsa, entschuldigt, hier bin ich wieder im Bild. Ja, dann, dass ihr wirklich drei Schlingen wieder auf der Nadel habt von den hinteren Schlingen. Die sortieren sich immer so, dass die älteste Schlinge links ist und die neueste immer rechts. Und dann geht es wieder von vorne durch diese drei hinteren Schlingen. Es wird verdreht und unter Daumenschlinge und Arbeitsfaden hindurch. Ich zeige es noch einmal, aber wie genau dieser Anfang funktioniert, könnt ihr auch noch mal detailliert im Video zum Brodenstich nachschauen. Der Anfang ist, wie gesagt, der gleiche. Also in die drei letzten hinteren Schlingen wird eingestochen und dann das Verdrehen und Durchstechen der Daumenschlinge. Noch einmal. 1, 2, 3 hintere Schlingen. Achtet darauf, dass ihr auch wirklich nur diese drei verwendet. Ja, die alte Daumenschlinge hier zählt auch als eine hintere Schlinge. Nicht hier noch drei nehmen, das hier wäre schon die vierte hintere Schlinge. 1, 2, 3. Das verdrehen und den durchziehen. Noch einmal. 1, 2, 3. So funktioniert der Anfang des Skansenstiches. Und jetzt kommen wir zu der Neuerung im Vergleich zu den anderen Stichen, auf die ihr, wie gesagt, aufbaut. Denn beim Brodenstich verwenden wir einen Verbindungsstich F1. Beim Skansenstich jedoch wird mit dem Verbindungsstich M2 gearbeitet. Ich fehle hier einmal gerade meinen neuen Arbeitsfaden ein. Ich habe ja schon mal eine erste Runde vorbereitet, damit wir hier jetzt direkt mit den Verbindungsstichen starten können. Ja, die F-Verbindungen werden ja hier oben an der alten Runde gearbeitet. Aber die M-Verbindungen werden hier in der Mitte gearbeitet. Wir gehen von links aus dahin durch. Und wir benötigen zwei Schlingen der Vorrunde. M2 heißt er ja. Und am Anfang schauen wir, wo ist jetzt hier die erste mittlere Stelle. Gehen hindurch. Und auch dann durch die nächste mittlere Querschlinge hier. Dann wird der Stich so gearbeitet wie zuvor. Ja, die drei hinteren Schlingen werden aufgegriffen mit der Nadel. Dann habt ihr ziemlich viel auf der Nadel. Das wird sehr, sehr dicht und zieht sich eben auch zusammen. Hier beim Anfang wieder alles auch gut festhalten, dass nichts verrutscht. Und dann die Nadel wie gewohnt hindurchziehen. Das war jetzt der Verbindungsstich zum Runde schließen.
Und es geht dann weiter durch die mittlere Strebe hier vom Stich, den wir gerade genadelt haben. Und die nächste vom nächsten Stich wird durchstochen. So sieht das aus. Dann durch die drei hinteren Schlingen. 1, 2, 3. Das sind dann quasi vier Garnstücke, vier Schlingen auf der Nadel habt. Verdrehen und den Stich abschließen. Und dann geht es wieder weiter. Den letzten Querstrich hier vom aktuellen Stich plus nächste Querstrebe. Und wieder durch die drei hinteren Schlingen hindurch. Und verdrehen, hindurchziehen. Ja, ihr habt hier, wo die Daumenschlinge rauskommt, zwei folgende Querstreben. Und immer die letzte davon, diese hier, die wird durchstochen. Und dann die nächste vom neuen Stich, der Vorrunde. Die drei hinteren Schlingen. Und den Stich abschließen. Ja, wieder hier vom aktuellen Stich die letzte Querstrebe aus der Mitte aufnehmen. Dann den nächsten Stich dazu. Und die hinteren Schlingen. Ihr seht, dadurch, dass wir hier die mittleren Verbindungsstiche arbeiten, geht schon mal noch viel mehr Zeit drauf. Also es dauert wesentlich länger, als wenn wir nur F1 hier oben eben schnell durcharbeiten. Und natürlich auch wesentlich mehr Garn, weil der Faden natürlich mehr Strecke zurücklegen muss. Deswegen, wie schon anfangs gesagt, wenn ihr ein Projekt im Skansenstich arbeitet, so wie auch in jedem anderen Stich mit vielen Schlingen, achtet darauf, dass ihr genug Material zur Verfügung habt, damit ihr nachher nicht dasteht und das Projekt nicht beenden könnt. Das wäre natürlich sehr schade. Oder ihr macht es wie bei der Beispielmütze von vorhin und nehmt einfach Restgarn. Ich zeige es noch einmal etwas langsamer hier von dem aktuellen Stich die hintere der beiden mittleren Streben durchstechen, dann die mittlere Strebe des nächsten Stiches, die hinteren drei Schlingen, zack, fünf Schlingen auf der Nadel verdrehen und weiter geht's. Am Anfang hatte ich, als ich den Stich gelernt habe, hatte ich noch nie irgendetwas mit Verbindungsstich M gearbeitet und habe dann erstmal mit dem Oslo-Stich getestet, wie das denn so funktioniert. Denn es ist doch eine Umstellung, wenn man die Hand anders bewegen muss als bei den F-Verbindungsstichen. Und das war gut, denn es ist dann doch etwas komplizierter, aber wenn man einmal den Dreh raus hat, geht es irgendwann auch recht flüssig. So, jetzt habe ich hier ein gutes Stück gearbeitet und so sieht das ganze Stich dann nach zwei Runden aus. Ihr habt hier diese schönen Rillen, die sich ergeben. Es ist wirklich ein sehr festes Material, was ihr da dann quasi erstellt. Und er ist trotzdem noch ergiebig und lässt sich wunderbar tragen. Ihr seht, es gibt hier sehr schön nach das Material. Es ist nicht steif, aber trotzdem fest und dicht und wunderbar warm. Ja, und somit haben wir auch schon wieder das Ende des Videos erreicht. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst. Schaut auch gerne auf unserer Instagram-Seite und auf unserer Webseite vorbei. Dort seht ihr immer aktuelle Projekte,
was wir so machen, wer wir sind und genau. Weitere Videos von uns findet ihr in der Endcard und wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen oder Wunschvideos, dann schreibt dies doch gerne in die Kommentare. Und somit tschüss und bis zum nächsten Mal.